Bell mit schleppendes Herz. Es war einmal in einer abgelegenen Landschaft Deutschland, Hans und Jakob, eine bauliche Paare, das keine Kinder haben konnte, fand ein Mädchen auf der Straße. Sie war allein und verloren. Sie beschlossen, sie zu adoptieren und sie zu lieben, als wäre sie ihre eigene Tochter. Sie wurde weiß und sie liebten sie von ganzem Herzen. Weiß war eine junge Deutsche mit heller Haut und langen braunen Haaren, aber er vermisste ein Auge, das seine ganze Schönheit verdarb. Jahre später, eine große Firma kauft Irland. Sie haben viel Geld verdient. Also sagen sie mit Wise nach Bremen. Dort beschlossen sie, ein neues Mädchen zu adoptieren. Ihr Name war Belle und sie war seit ihrer Geburt in einem Waisenhaus. Sie war wunderschön, viel mehr als Wise. Und ihr Schönheit versoberte Hans und Jakob schnell. Belle hat lang blondes Haar und grüne Augen. Sie hat das schönste Lachen und schneckt viel liebt für Hans und Jakob. Sehr schnell weiß neidisch auf seine Schwester mit einem heftigen Hass, weil sie schon war und beide Augen hat, war sie nicht die Schande ihrer Eltern. Blanche existiert nicht mehr. Wenn Belle daneben war, seine Schönheit, die sie nur eines insigen und schlechten Auges sah, erstickt die kleinsten Bewegungen, die sie macht, und wie zu leben, als wir eine Ginger sind, ist an den Seiten einer schönen und charismatischen Schwester Abilsch. Eilen so einen Tag nach Blanche, Belle in Waldermitt. Sie sagt mit ihr spazieren gehen. Sie wollen aber ihr wirklich sich besten darin weit sehr weit mit Sohn Hermenund. Sie dorthin. Sie gingen und Blanche so schnell wie möglich zu laufen wünschte sie, tab einmal angefunden in diesem verlorenen Ort. Denn Blanche nicht rannte, ist sein ihre Schwester erschöpft und kann sie nicht einfangen. Als sie geflohen waren, sie zurückklappen, eilen und verloren. Weiß würde im Sterben aber eine Jäger brachte sie sofort ein Krankenhaus. Sie ging in den Wald und fand einen Apfelbaum mit roten Äpfeln. Sie nahm ein und injizierte Penicillin. Sie verstaut den vergifteten Apfel und aß ihn auf den Rückweg, ohne zu wissen, dass dieser Apfelbaum bereits verrichtete Apfelgas, Blanche aus Cyanur. Es war des Schlag des gestohlenen Diebes. Sie lieb zu Gold ein paar Stunden später. Jakob und Hans lebten in Hoffnung, warteten jeden Tag auf seine Rückkehr, bis eine Woche später waren Belle den letzten Atemzug zurückgekehrt sahen und erkannten sie den im Wald gefundenen Körper. Sie haben diesen Tag verloren und für ihr ganzes Leben Glück und ihre Schwiegertochter, Tochter, die sie mehr als alles an der Nord liebten.